Ich möchte heute ein etwas anderes Video drehen, und zwar ist mir vor allem in der letzten Zeit sehr viel aufgefallen, was mich an unserer aktuellen Gesellschaft und auch Kultur sehr stört, auch von der Politik her. Und ich wollte das jetzt einfach so mit euch bereden. Solche Sachen, die mich momentan an der Gesellschaft einfach stören, ist, manche Sachen sind einfach unerreichbar. Also unser Leben ist mehr oder weniger festgeschrieben. Wir müssen in die Schule gehen, wir müssen irgendwas studieren. Und wenn wir es nicht tun, dann halt eine Ausbildung machen und sowas. Und man hat so das Gefühl, dass man gezwungen ist, irgendetwas zu machen, um irgendwann mal auf jeden Fall Geld zu verdienen. Und ich habe so das Gefühl, dass das ganze Leben, also vor allem bei mir habe ich jetzt gerade so das Gefühl, dass mein ganzes Leben irgendwie gezwungen wird, auf dieses Konsumdenken, auf dieses Geld verdienen und Geld scheffeln, auf dieses, ja eben auf dieses Geld verdienen ausgerichtet ist. Und irgendwie macht mir das Angst. Irgendwie erscheint mir das so unnatürlich. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich wirklich diesem Weg, der mir vorgeschrieben wird, nachgehe. Ich habe einfach so die Angst, dass ich etwas verpasse, wenn ich mich absichere. In unserer Gesellschaft gilt es ja als sicher, wenn man einen festen Job hat und wenn man eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium hat. Und ich habe die Befürchtung, dass ich, wenn ich das mache, verpasse ich etwas. Irgendwie, es ist schwer zu beschreiben. Ich denke, ich muss euch das irgendwie in Beispielen näher bringen. Vor allem in persönlichen Beispielen jetzt. Also ich hatte super Probleme damit, mich festzulegen, nach dem Abi, was ich denn studieren möchte. Ich habe jetzt immer noch Probleme damit zu sagen, ob die Entscheidungen, die ich da getroffen habe und die ich immer noch treffen muss, ob die richtig sind. Weil ich nicht in die Zukunft blicken kann und sagen kann, ja, das, was ich da lerne oder das, was ich da studiere, das wird wirklich das sein, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Ich habe Angst, mich festzulegen. Ich habe Angst, dass mir Lebenszeit geklaut wird, dass ich eigentlich dann irgendwo drin stecke und jetzt auch irgendwo drin stecke in etwas, was ich gar nicht unterstütze und etwas, was ich gar nicht machen will. Ich meine, ihr kennt es doch sicher auch von früher. Oder wenn ihr jetzt in dem Alter seid, dass ihr in der Schule seid und ihr wollt euch nebendran was leisten, dann müsst ihr euch einen Job suchen, wenn ihr nicht gerade das Glück habt, dass eure Eltern es euch bezahlen. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, ihr wollt ein Notebook. Ganz einfaches Beispiel. Ihr müsst dafür arbeiten gehen. Und ihr müsst dafür Geld verdienen. Was macht man dann so als junger Mensch? Man geht Zeitung austragen oder arbeitet an der Kasse oder irgendwo als Aushilfe oder meinetwegen Hunde babysitten. Gibt es ja ganz viele Sachen. Und mehr oder weniger macht man es in dem Moment nur, um an Geld zu kommen und um sich durch dieses Geld dann das zu leisten, was man möchte, also in dem Fall dieses Notebook. Also du musst dann einen Job eingehen, den du dann vielleicht nicht unbedingt machen willst. Ich habe auch an der Kasse gearbeitet und es ist ein sehr monotoner Job und ich habe es halt fürs Geld gemacht. Und ich stelle es mir sehr anstrengend vor, wenn man das das ganze Leben macht und das ist auf jeden Fall bewundernswert. Das Konkrete, was mich jetzt daran stört, ist einfach, dass man, wenn man etwas haben möchte, was man gerne hätte, muss man etwas tun, was man nicht so gerne mag. Also in dem Fall einen Job eingehen, der nicht wirklich den eigenen Vorstellungen entspricht, weil wenn man sich jetzt wirklich, wenn man bewusst lebt, dann beschäftigt man sich auch mit solchen Sachen wie zum Beispiel Müllentsorgung und faire Tierhaltung und Umweltfreundlichkeit und was weiß ich. Und wenn man dann zum Beispiel irgendwo arbeitet, zum Beispiel als Aushilfe in irgendeinem Laden, dann bist du dir auch nicht wirklich sicher, stehe ich jetzt vollkommen hinter dem Konzept, was dieser Laden vermittelt und oder mache ich das jetzt, bin ich jetzt wirklich gerade käuflich und mache ich diesen Job nur mit verschlossenen Augen, damit ich etwas bekomme, was ich will. Tatsache ist leider, dass es Menschen gibt und dass ich denke, der Großteil der Menschen, wenn man da eine Umfrage machen würde, ich habe jetzt leider die Statistik nicht angeschaut, aber ich denke, dass ein Großteil der Menschen nicht zufrieden mit ihrem Job sind. Und dass die letztendlich nur etwas arbeiten, um danach die Freizeit umso besser zu gestalten. Wie gesagt, diese Sache, dieses Beispiel mit dem Notebook, man arbeitet halt nur, um sich dieses Notebook zu kaufen. Man arbeitet nicht, um seinen Teil beizutragen zu der Gesellschaft. Natürlich trägt man dann seinen Teil bei, indem man
in dem Moment eigentlich was Negatives unterstützt, weil Handel und ist nicht so wirklich das Wahre und nicht so wirklich eine perfekte Lösung für unsere Welt. Aber in dem Moment macht man es einfach, weil man egoistisch ist und weil man etwas für sich haben möchte. Und das stört mich eben. Ich habe mir dazu auch weitere Gedanken gemacht, und zwar, wie man dieses Problem lösen könnte, dass man etwas letztendlich in seinem Leben doch irgendwann etwas machen muss, was man nicht so gerne möchte und womit man auch wirklich die Gesellschaft nicht wirklich aktiv unterstützt. Ich habe mir da so eine kleine Lösung ausgedacht, also quasi so ein Gesellschaftsmodell. Es ist weder ausgearbeitet, es ist weder irgendwie belegt oder recherchiert oder wissenschaftlich, es ist einfach eine Überlegung meinerseits. Und da kommt ihr, wie gesagt, auch ins Spiel. Denn ich würde mich sehr freuen, wenn mir diese Theorie oder diese Gedanken, wenn es euch einfach ein bisschen zum Denken anregt und wenn ihr eure eigenen Gedanken zu dem Thema macht. Ich habe mir nämlich so überlegt, wie wäre es denn, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die nicht auf Geld fußt, sondern auf den Menschen? Also man könnte sagen, eine Gesellschaft, in der das Geld nicht diesen von mir stark empfundenen Fokus auf Geld hat. Also zum Beispiel Handel. Früher wurde Tauschhandel betrieben. Sprich, du wolltest ein Schafsfell, musstest du der Person, die das Schafsfell hatte, das du wolltest, zum Beispiel ein Brot backen, weil die Person ein Brot wollte. Und letztendlich musste man sich immer zwischen zwei Personen genau einigen, ist das okay für dich? Ja, es ist okay für mich. Und dann hat man halt für beide die optimale Lösung bekommen. Denn einer hat das bekommen, was er wollte, und der andere hat ebenfalls das bekommen, was er wollte. Wenn man das mal auf die moderne Gesellschaft überträgt, also wieder dieses Beispiel mit dem Notebook. Wenn man sich dann vorstellen würde, dass man dieses Notebook nicht einfach, also man muss keinen Job eingehen, man bekommt nämlich kein Geld und das Geld existiert in dieser Fantasiewelt mal nicht. Und cool wäre es dann, wenn man zum Beispiel einfach zu einer Fabrik hingehen könnte, die automatisiert ist und sich dann ein Rezept für das Notebook abholen könnte, zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Gramm Kupfer, 10 Gramm Gold, ich weiß nicht, was da alles so drin ist. Und dann geht man zu einer Mine, eigenhändig, und baut das Zeug ab oder erwirbt es durch Tauschhandel. Also, dass ich demjenigen, der mir das dann abbaut, diese Mineralien und diese Edelmetalle, dass ich demjenigen, der diese Edelmetalle dann abbaut, dem gebe ich dann etwas dafür, dass er es für mich macht. Etwas, was er auch gerne hätte. Und dann habe ich dieses Metall, gehe zu der Fabrik, lasse mir von jemandem, der das sich als Lebensaufgabe quasi genommen hat, erklären, wie man ein Notebook macht, und mache es dann unter seiner Aufsicht. Und der Gedanke, der fasziniert mich irgendwie, weil man ist irgendwie viel näher dran, und wenn man betrachtet, wer eigentlich das Geld bekommt für unsere Technik oder für unsere Klamotten und so weiter, das bekommen ja nicht die Leute, die es alles herstellen, außer es ist wirklich unter fairen Bedingungen hergestellt, aber das weiß man ja oft nicht. Das bekommen meistens die Händler und meistens die Vertreiber und meistens die Arbeitgeber der kleinen Leute, die dann in den Fabriken sitzen und unsere Klamotten nähen. Und das ist nicht das Wahre. Und deswegen überlege ich mir eben, deswegen finde ich diese Idee mit, dass man alles selber macht, ziemlich gut, weil man kann jederzeit überlegen, ist es denn wirklich so wichtig? Muss ich denn jetzt wirklich diese 2 Stunden da in der Mine ackern, um es mir direkt eigenhändig zu ba basteln zu können? Oder denke ich mir, nee, ich brauche das Notebook nicht wirklich? Oder man wird produktiv, finde ich. Jeder, der mal irgendetwas online bestellt hat, ist in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich ein Ausbeuter. Da gehöre ich auch dazu. Es klingt mega schlimm und es ist eigentlich auch mega schlimm, aber es ist so. Jeder, der irgendetwas online bestellt hat, ist ein Ausbeuter irgendwo. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Natürlich nicht hundertprozentig, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Denn wie ist es so uneinsichtig, wo das ganze Zeug herkommt? Ich meine, wenn man schon ein wunderschönes Oberteil für einen Spottpreis hinterhergeschmissen bekommt, dann kann das eigentlich nicht fair sein. Vor allem, wenn es um den halben Kontinent geschifft wird. Irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Wieso machen wir die Arbeit eigentlich nicht selbst?
Das frage ich mich so. Das ist so dieser Grundgedanke hinter dem ganzen Thema. Und ich habe so das Gefühl, also ich kann mich gerade nicht so wirklich entscheiden, ist jetzt das Geld schuld, also unser Geldsystem, ist das Geldsystem daran schuld, dass alles so unpersönlich geworden ist und dass alles auf die Kosten anderer Leute abläuft, oder sind wir daran schuld? Wollen wir eigentlich gar nicht wissen, wo das Zeug herkommt? Ja, jedenfalls, ich habe mir dazu so viele Gedanken gemacht, dass ich auch weiterhin überlegt habe, wie cool es eigentlich wäre, wenn wir unser Zeug alles selber machen müssen. Jetzt zum Beispiel, wir müssen Steuern zahlen. Jedenfalls zahlen wir es, damit der Staat uns wiederum etwas stellt, was wir gemeinschaftlich benutzen können. Und das zahlt jeder Einzelne von uns, der in diesem Staat lebt. Meine Frage ist allerdings, wenn man sich das Ganze so mal anguckt und wenn man mal guckt, wie verschuldet unser Staat ist und wenn man mal ein bisschen guckt, dass es trotzdem vorne und hinten fehlt, obwohl wir Steuern zahlen, müsste man sich eigentlich überlegen, wieso sind wir so faul und machen unsere Straßen nicht selber? Ja, diese Pause war jetzt wirklich ein Stilmittel, denn ich wollte kurz, dass ihr in euch geht und kurz empört seid, weil so eine Straße zu bauen ist mega anstrengend. Es ist jetzt bewusst ein Beispiel gewählt, was vor unserer Haustür passiert, damit man sich vielleicht reindenken kann, weil jeder hat schon mal gesehen, wie Bauarbeiter tagsüber in der Sommerhitze womöglich schwitzen und arbeiten müssen. Und es ist so eine Höllenarbeit, denn Rohre zu verlegen. Und natürlich gibt es Maschinen, natürlich gibt es alles, aber es ist trotzdem so eine anstrengende Arbeit, dass sicherlich jeder Bauarbeiter danach ins Bett fällt und tot ist. Und ich glaube, wir haben da zu wenig Wertschätzung dafür. Wir regen uns eher auf, wenn da eine Baustelle ist, anstatt dankbar zu sein, dass wir die Möglichkeit dazu haben, dass wir das nicht selber machen müssen, weil man stelle sich mal vor, man hätte den Staat nicht, man müsste es selber machen. Aber wiederum, ich frage mich, wäre es nicht besser, wenn wir es selber machen müssen? Ich glaube, das kann man sich gedanklich zwar in Theorien beantworten, aber so wirklich beantworten könnte es nur die Realität. Ich finde auf jeden Fall, dass uns der Staat auf jeden Fall abzockt, denn es ist wieder einer dieser alten Facebook-Sprüche. Man bekommt Steuern aufs Essen, man bekommt Steuern auf den Lohn, man bekommt Steuern auf eine Erbschaft, man bekommt Steuern auf alles, was man sich kauft, und das doppelt und dreifach, denn man bekommt ja schon Lohnsteuer und dann kauft man sich von dem Geld was zu essen und dann bekommt man auf das Essen wieder Steuer und dann musst du noch für die Müllabfuhr bezahlen und dies und das und bla, alles nur weil der Mensch es nicht selber macht, sondern weil er es auf andere abschiebt. Und das ist das, was mich am Geld so stört. Also ich glaube, es ist nicht das Geld an sich, es ist die Einstellung des Menschen, es ist die Einstellung des Menschen zum Geld. Denn das Geld wird ganz klar genutzt, um Arbeit auf andere abzuschieben, was man nicht gerne selbst machen würde. Und letztendlich zocken wir damit andere ab. Und wir werden auch selbst abgezockt. Dieses Beispiel, was ich ganz, ganz vorher gebracht habe mit dem Notebook, was man möchte, und man muss dafür einen Job machen, den man nicht so gerne annimmt. Wir lassen uns abzocken für Geld. Wir machen etwas, was weder der Umwelt gut tut, noch unserer Gesellschaft gut tut, noch anderen Menschen gut tut, noch irgendwas Gutes bewirkt. Ich finde das einfach krank irgendwie. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da mitdenken könnt, aber so wie ich das jetzt beschrieben habe, hat es schon auf mich eine recht befremdliche Wirkung. Weil eigentlich, also ich finde, der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Wenn man aber dann erstmal irgendwas machen muss, was niemanden glücklich macht, beziehungsweise so viele negative Auswirkungen hat, dass es letztendlich mehr Leute oder dass es letztendlich mehr Schaden hat als Nutzen, nur um selber glücklich zu sein, das kann irgendwie nicht, es ist irgendwie krank. Also in meinen Augen finde ich das mega krank, und es ist halt in unserer Gesellschaft Standard. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn ihr jetzt mit empörten Gesichtern zuseht und denkt, ich sei krank. Weil es ist einfach in uns drin. Es ist uns in uns drin, dass wir Geld verdienen und dass wir sind faul, wenn wir kein Geld verdienen wollen. Es ist in uns drin, es ist unsere Kultur, es hat sich so verankert. Deswegen, ja, ich finde den Gedanken einer geldlosen Kultur einfach prima. Und ja, man könnte jetzt die Gedankenspiele noch so ewig ausweiten. Und letztendlich finde ich aber, dass sich nicht wirklich was ändern würde für den
Otto-Normalverbraucher. Ich zähle jetzt einfach die Vor- und Nachteile dieser Gesellschaft, meiner futuristischen Gesellschaft auf. Also Nachteile wären auf jeden Fall, für gewisse Gruppierungen gäbe es keinen Profit mehr, indem man andere Leute ausbeutet. Damit meine ich jetzt speziell zum Beispiel Hungerlöhne, Sklavenarbeit, gibt es ja immer noch, Kinderarbeit. Wenn man dann diese zwei Handelspartner hat, also die sich gegenüberstehen und der eine will was Sinnvolles und der andere will auch was Sinnvolles und es lässt sich keiner verarschen. Und eben weil dieser Druck durch Geld nicht existiert, weil ich finde, Geld gibt einen unfassbaren Leistungsdruck auch von sich und auch einen Existenzdruck, weil wenn man nicht so viel Geld hat, dann kann man schlecht existieren, vor allem nicht hier in Deutschland vermutlich, weil wir ein Sozialstaat sind, aber in anderen Ländern ist es schrecklich, weil wenn man dort nicht an das Geld kommt, dann muss man eben sein Kind verkaufen oder in den Krieg schicken oder man muss sein Kind auch arbeiten lassen. Und ich denke, wenn das nicht so der Fall wäre, wenn man eben diese freie Entscheidung hätte und wenn man eben nicht diesen Druck von Geld hätte und jeder nur das Beste für sich will, würde jeweils ein höheres Niveau herrschen. Wie soll ich das jetzt erklären? Es würde keine Ausbeutung mehr herrschen. Denn wenn ich etwas anzubieten habe, dann suche ich mir natürlich den Partner aus, der mir am meisten anbietet. Wenn ich den nicht habe, dann mache ich halt entweder was anderes, biete etwas anderes an oder suche mir einen anderen Partner. Ein weiterer Nachteil ist eben, wenn wir jetzt wirklich von unserer heutigen Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, in diese neue Gesellschaft umswitchen würden und auf einmal gibt es kein Geld mehr, dann stünden so, so viele Menschen ohne irgendwas, was sie tun können da. Weil ich meine, wenn du dann wirklich etwas deiner direkten Umwelt etwas Produktives tun möchtest, tun kannst, dann musst du etwas Sinnvolles tun. Ist jetzt eine dumme Erklärung, aber man muss etwas tun, was Wert hat für die Umwelt, was Wert hat für das Gegenüber, was Wert hat für die Gesellschaft. Die Vorteile, die ich jetzt sehe, wären auf jeden Fall, die Welt würde entschleunigt werden. Und das ist ein so ein großer Vorteil, dass ich den einfach so mega toll finde. Wenn wir, wie gesagt, kein Geld hätten und das ist so ein weiterer Punkt, der ich glaube jetzt ein bisschen untergegangen ist. Wenn wir unser Zeug alles selber besorgen würden, um dieses Ausbeuten ein bisschen zu minimieren, beziehungsweise auf uns selber zu beziehen und diese Arbeit nicht von uns zu weisen, indem wir Geld hernehmen, dann würden wir zum Beispiel ein Haus aus eigener Kraft bauen und wir würden dann auch die Ziegel selbst herstellen und wir würden vermutlich auch versuchen, die Materialien für die Ziegel selbst zu besorgen. Es würde dann halt 10 Jahre dauern, bis das Haus fertig ist. Aber eben dadurch, dass man in der Zeit halt nur am Haus arbeitet und sonst eigentlich nichts anderes tun muss, vielleicht noch so nebendran ein bisschen hilft, um seinen Lebensinhalt zu bestreiten und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Weil ich meine, was braucht der Mensch zum Existieren? Er braucht Essen, Trinken und einen Schlafplatz. Und alles andere ist Sachen, die wir uns selber auswählen dürfen. Und alle anderen Sachen sind eigentlich nicht von Geld abhängig. Und ich denke auch, dass, wenn das Geld wegfallen würde, würde das Werteverständnis wieder normalisiert werden, weil man stelle sich mal vor, man gibt abertausenden Euro für einen Porsche aus, als Beispiel, und das ist eigentlich nicht wert. Selbst wenn du mit Goldüberzug bist, Gold ist auch wieder so eine Sache. Gold ist eigentlich auch so was Ähnliches wie Geld. Es hat einen Wert für uns, weil es glänzt und weil es golden ist, und das ist eigentlich richtig dumm, wenn man das bedenkt, dass wir das so drauf reinfallen, immer noch. Und das im 21. Jahrhundert und dass wir dann immer noch von uns denken, wir seien moderne Menschen und wir fallen immer noch auf materielle Werte rein. Das würde sich, denke ich, auch nicht ändern, wenn wir kein Geld mehr hätten. Das ist einfach die Natur des Menschen. Aber wenn man sich dann mal vorstellt, so ein Porsche ist halt seine Arbeitskraft wert und wenn du das Zeug besorgst, aus Wasser besteht, dann ist er halt noch deine Arbeit wert, die du da aufgebracht hast, das Zeug zu besorgen, weil die Erde hat alles. Wir müssen es uns von ihr nicht kaufen. Also ich möchte das jetzt hier eigentlich auch abschließen, weil ich denke, man könnte da auch ewig viele Beispiele bringen, aber das würde sich dann so in den Details verlieren, so wie es sich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen verloren hat. Das Nachdenken reicht ja noch nicht, also möchte ich euch zum Abschluss noch ein kleines Zitat mit auf den Weg geben, was mich persönlich sehr zum Nachdenken gebracht hat, nämlich: Vögel fliegen ohne Geld. Wir sollten uns mal wirklich überlegen, für was wir Geld brauchen und ob es nicht auch ohne Geld gäbe. Und
ob die Welt allgemein ein bisschen ein Stückchen fairer sein könnte, damit wir sie wenigstens für alle Menschen lebenswerter machen. Ich finde es auch immer wieder wahnsinnig interessant, mit euch darüber zu kommunizieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da eure Gedanken dazu mitteilt. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr mitgeschaut habt. Und ich freue mich auch auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.